gepoppt und rockt. Welche akustische Vielfalt sie zu bieten hat, gibt es heute zu hören bei der Jam Night der Blasmusik im Poolhaus in Machtrenk. Jam Night der Blasmusik hat sich in den letzten Jahren bewährt, auch wenn es nicht immer stattgefunden hat, aus bekannten Gründen. Aber einfach die Vermischung von Blasmusik mit anderen Musikrichtungen hat sich in den letzten Jahren als sehr modern erwiesen und mir gefällt es auch, dass da von moderner bis Metal alles gesungen wird, aber mit Hintergrund Blasmusik. Und man sieht, dass sie können das gesamte Genre bedienen und das steht ein bisschen im Hintergrund, dass man einfach auch verschiedene Musikrichtungen schön durchmischen kann und auf eine andere Art und Weise darstellen kann. Die junge Generation Machtrenk kooperiert mit der Jam Night der Blasmusik. Wie ist es denn dazu gekommen? Wieso unterstützt ihr dieses Event? Ja, die Jam Night der Blasmusik ist eine Veranstaltung der Stadtgemeinde Machtrenk. Und die junge Generation Machtrenk ist der ausführende Verein. Das heißt, wir sind hier direkt eingebunden in die Organisation, in den Veranstaltungsablauf sowie in der Promotion im Vorfeld. Man will damit auch die Jugend ein bisschen für die Tradition begeistern, nehme ich an. Es ist in Wahrheit eine Mixtur aus Tradition und Moderne, so wie man es auch kennt bei bekannten Formaten wie dem Woodstock der Blasmusik, nur in unserem Mini-Universum, nämlich in Machtrenk als Clubshow am Abend. Was bedeutet denn die Jam Night der Blasmusik für die Stadt Machtrenk? Jam Night der Blasmusik ist ja für uns was ganz Spezielles. Jam Nights haben wir schon einige gehabt, Blasmusik haben wir auch schon mal gehabt, aber das ist halt etwas Bodenständigeres, sage ich mal. Ich bin immer gern sehr heimatverbunden und die Blasmusik ist wirklich sehr traditionell und mir taugt es ja, wenn man da in der Blasmusik sämtliche Altersklassen quasi in einer Kapelle vereint. Und das ist wirklich eine klasse Geschichte. Die Blasmusik selber, ja, also die kann von traditionell bis peppig da sein. Also mir taugt das meistens immer irgendein guter Rhythmus dabei, immer zum Mitschwingen und ja, schauen wir mal, wie weit das Schwingen heute noch führt. Everything that's happening, but I keep on thinking.